Die Höllenschmiede wollten wir auch noch bauen. Nein. Oh, Leute, ich muss das vor der Ding. Höllenschmiede wollen wir. Euer Thronsaal wird angegriffen. Schon wieder. Natürlich doppelt blöd, wenn alle so weit weg waren. So, da haben wir noch mal was für die Schatzkammer. Was machst du eigentlich? Arbeitsgeschwindigkeit bis 100%. Wow. Da, da haben wir noch den hier. Den hier können wir noch abbauen. Jetzt können wir hier alles mal wegmachen und dann können wir hier eine große Schatzkammer wieder hinsetzen. Selbes dann hier unten. Muss auch noch alles in die Schatzkammer. So. Machen wir hier noch weiter. Ist das deine Kreatur? Das ist eine Kreatur. Bundel rockt hier alleine, gell? Ja, oh, der Wolfscamp hier. Können wir hier noch? Was haben wir denn hier für Feenviecher da? Die haben ja aber auch keinen Spawner. Alles passt nicht. Alles gut. Ereignis. Oh ja, es kommen wieder drei Leute. Das ist jetzt kein so allzu großes Ereignis. So, haben die jetzt eigentlich hier schon die Türen gebaut? Ja. Da geht nur permanent einer durch. Also jetzt hat meine Workforce erst einmal ganz schön zu tun, ne? Es sind Feinde in eurem Dungeon. So. Dann schicken wir mal die Dinge entgegen. Boah, die braucht aber wieder lang hin. Speichern. Es ist Zahltag. Was können wir hier? Verbesserung für Schreckensdämonen, Verbesserung für Schattendämonen. Verbesserung für Diener. Mehr Leben, besser ernährter Diener. Besser Ernährung eurer Diener sorgt dafür, dass sie mehr aushalten. Erhöht die Lebenspunkte. Nö, dafür geben wir doch kein Geld aus. Allgemeine Verbesserung. Dämonische Waffen 1. Dämonische Rüstung 1. So. Das war's. Alle wieder zurück an die Arbeit. Jetzt alles kaputt haben. So, jetzt wie machen wir am besten unsere Dungeon-Verteidigung noch? Gehen hier nur 10 Eier rein. Dann müssen wir aber noch mal ein bisschen hier erweitern, würde ich sagen. Weil es so Spaß gemacht hat.
Spawn Workforce. Spawn Goblins for Turf Test. Spawn Goblins for Engineering. Spawn Pikeman. So, machen wir gerade nochmal, weil es so lustig ist. Einfach nur, weil es so lustig ist. Einmal alles wegmache hier bitte. Danke sehr. Dann können wir hier nochmal mit hinbauen. So, jetzt müssen wir aber mal langsam hier genügend Arbeiter haben, oder? Oh, oh, wie sie alle fuseln. Oh. Ich meine, ja, klar, es ist so ein Trainer. Ich kann hier jetzt quasi beliebig rummachen, was ich will, ohne groß irgendwie was wirklich zu müssen. Aber hey, wir sind in den Dungeon. Das ist ein Game, es soll Spaß machen und da finde ich das jetzt auch nicht so schlimm, wenn man sowas in einem Singleplayer macht. So, perfekt. Und jetzt pass auf. Schütten wir hier zu? Ich schütte direkt hier zu. Aber das brauchen wir wahrscheinlich nicht so wirklich. So, und dann einmal. Da habe ich gar nicht mehr ein Geld dafür. Verteidigt den Thronsaal! Leute! Das mag ich jetzt aber gar nicht mehr. Also ich glaube, jetzt müssen wir erstmal unsere Abwehr hier ein bisschen aufbauen, gell? Da haben wir nochmal was für die Abspannung, die kleine. So, reiß mal einmal alles hier ab. Einmal alles, was Gold ist, abreißen, bitte. Zumachen, pass auf. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ist da weg. Ist da alles weg. Ist da weg. Okay. Genau. So. Und Gundel nimmt sich mal noch die Wolfshöhle hier vor. Ist mittlerweile Level 4 die Gude. Hier hin, jetzt gucken wir das alles wieder zu.
verteidigt den Thronsaal! Jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt hier. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Und dann fangen wir quasi. Ich finde es komisch, dass wenn du das dann wieder aufbaust, dass dann da trotzdem wieder diese Spinnewände kommen. Komm, Kunde. So, jetzt pass auf, jetzt gehen wir hier nicht hin. Eins, zwei, drei. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Das wird jetzt dann wieder ganz lustig. Nee, halt, bis ganz hoch dürfen wir nicht ziehen. Bis dahin ungefähr. Jetzt dann noch mal zu Ding kommen, der Wand rein. So, und dann haben wir das ja quasi wieder einmal beide Heldeneingänge, einmal außen rum, genau. Verteidigt den Thronsaal! Cool. Wie sieht es mit dir aus? Komm, wir prügeln hier alles weiter, Gundel. Einmal komplett riesige Spinnen holen. Was ist da? Kommt da mal einer noch zum Verteidigen hier? Ich will doch nicht ernsthaft sagen, ich habe jetzt so viele Monster und die sind überall beschäftigt. Mit dem Verteidigen. Der ging aber schnell. Guck mal, hier gibt es auch noch welche. Die wollen auch noch ein bisschen Stress. Nein, die hat immer noch 5000 HP. Ob wir es echt schaffen, mit der einzigen Einheit die ganze Karte niederzumachen. So, also Fallen müssen wir mal noch vorstellen. Können wir einen von Spielern hier produzieren.
Es ist die Zahltag. Nein, du nimmst das Geld. Nein! Nein! Das wollte ich. Hab ich total verpasst. Boah, Leute, echt jetzt, pass auf. So, ihr müsst nie mehr irgendwo anders hinrennen. Falle! Falsches Stadtportal. So, jetzt haben sie aber endlich da vorne zugemacht. Oh, das ist herrlich. Ich werde die ganze Zeit nur wie begraben werden. An allen Ecken und Enden. Das ist eine Geräuschkulisse hier im Dungeon. Ich sag's euch. Können wir eigentlich hier nochmal ein bisschen Ding, oder? Falle! Spinnenei, 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 Spinnenei. Noch ein Spinnennetz, Spinnennetz, Spinnennetz. Wir brauchen eigentlich gar niemand mehr als Gundel, gell? Gundel macht das alles für uns. Ganz schön rein. Ich eigentlich, ich werde hier drüben auch abbiegen können. Ne? Hier unten geht es ja auch noch weiter. Ha! Das sehe ich ja jetzt erst. Das ist ja auch so ein cooles Detail. Keine Monster so mit dem Schild. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Was ist los? So, es sind Feinde in eurem Dungeon. Einen Verteidigungspush. Da können wir jetzt einen Wachgong hinbauen. Und dann können wir da natürlich noch eine Tür dahin und eine Tür dahin und eine Tür dahin. So, wie viele Spinneier haben wir denn? Oh, 46 Millionen müssen wir ausbauen hier, ne? Zack. Es werden immer mehr. Haben wir hier auch noch ein bisschen Zeit? Also nochmal einen Langpunkt, ganz schade. Alter, die Workforce. Wenn es immer so einfach wäre. Können wir noch mal ein paar Spinneneier platzieren. Also
Problem ist, die arbeiten jetzt nur nicht so lange, sie die ganze Zeit auf Gegner treffen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Guck mal, da ist schon mal so ein Dingo oder was das darstellen soll. Ja, Mann. Was haben wir hier? Pferd. Gibt es auch? Das gibt aber keine Erfahrungspunkte. Ich hab hier keine Erfahrung. Ist das eigentlich hier die Hauptfestung? Weil ich dann nicht einmal im Kreis laufe, gell? Alter, Gundel hat schon wieder ein Level abgekriegt. 15.000 HP. Zahltag. Und hier noch ein Spinnenei und hier noch ein Spinnenei und noch ein Spinnenei und noch ein Spinnenei und noch ein Spinnenei und weil es so schön ist, Spinnennetz, noch ein Spinnennetz und noch ein Spinnennetz. So, da hat die Workforce mal was zu tun, gell? Okay? So. Boah, Gundel hat hier echt aufgeräumt. Oh, Gundel, da ist was. Chance für kritische Treffer 25%. Gönn dir. Plus 1. Das war nicht. Ach nee, das war der Ding, das war der Bade, oder? Wo sich teilt hat. Ja, aber Gundel, hey, 15.188 Lebenspunkte. Warum streikt ihr jetzt schon wieder? Also Leute, noch mehr von den blöden Altären kann ich jetzt auch nicht bauen, oder? In Dungeons 3 gibt es Raumeffizienz. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Wenn du die Ding machst. Hier ist auch wieder No Monster. Sollen wir erstmal alles außerhalb der No Monster Area clear, ne? Also ist eigentlich gar nicht notwendig, dass wir unseren Dungeon ausrüsten. Zeigt an, wie viel Bösartigkeit. Ah, ja, herrlich. Genau, noch weitere Falle erforschen, alles Mögliche. Regenerierende Tentakeltier. Da brauchen wir eh nicht. Schleimige Eier, Feuergitter, riesiger Tentakel. Ich weiß nicht so ganz, was ich da machen soll. Alter, und es wird gehackt am Laufen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Können wir eigentlich hier? Wir können da hin, gell? Jo. Deathwish. Und dann macht er alle fertig. Goldader erschöpft. Ja.
stehen jetzt hier ein bisschen blöd rum. Ah, die warten immer drauf, dass der Bade das entschärft und dann gehen sie erst weiter. Das finde ich ein bisschen kacke an deinen Baden, weißt? Aber das hebt zum Glück auch nicht ewig. Kann ich eigentlich, genau, ich kann noch ein paar Zauber in Ding. Bevölkerungslimit wird mir zwar auch nichts mehr helfen, aber hey, was soll's, machen wir halt mal. Das Böse wünscht seinen Tod. Erfahrungspunkte beschweren, Goldsche Mana. Ich sehe schon, der Schatzraum da unten ist unvoll. Hallo? Hey, da sind noch welche übrig, mach. Was ist da für ein Merlin-Verschnitt? Oh, 4 Schläge und das ganze Haus stürzt ein, ne? Ja, die hat inzwischen 39 Angriff, nicht nur 10. Ist da schon noch irgendwas? Ich meine, es ist natürlich nicht so, wie das Spiel eigentlich in dem Sinne gespielt werden sollte, wie es eigentlich ist. Aber macht halt total Bock, jetzt einfach so eine Einheit zu nehmen und die mal so richtig hier kaputt zu hauen. Und wenn wir schon gerade dabei sind, nehmen wir einmal unsere gesamte Horde hier. Und rennen mit denen einmal durch den Wind. Boom. Alter, weißt du, diese Armee, was da kommt? Ja, einer verloren. Fahne ist gestorben und Karkolmas. So, alle wieder aus Position. Gundel der Todesengel. Oh, da ist ein Paladin. Machen fertig, komm. Oh, Gundel, das sieht aber wahnsinnig gut aus. Sind in den Dungeon eingedrungen. Kommt die andere Fairy noch? Konzentration, Angriff. Okay, Bade ist weg. Oh, du hast nur noch 12.000 Lebenspunkte.